Was ist die Grundidee der Markenpolitik? Markante, achten wir auf das Wort, Markenpolitik, markante, Marke, markant, markante Produktpersönlichkeiten schaffen. So könnte man es formulieren. Und was sind demnach die Ziele der Markenpolitik? Man schafft ja diese markanten Produktpersönlichkeiten. Meister Propper, der General, der weiße Riese, markante Produktpersönlichkeiten. Ja, nicht einfach so aus Spaß und um den Kindern eine Freude zu machen, sondern man hat ja ein bestimmtes Ziel damit, nämlich Präferenzen schaffen. Das ist das Hauptziel der Markenpolitik. Präferenzen zu schaffen, Kundenbindung zu schaffen. Und demnach ist Markenpolitik wiederum eine Möglichkeit, aus der Preispolitik auszusteigen. Um mal die Waschmittel zu nehmen, wenn wir einen Chemiker fragen, dann wird er uns bestätigen, dass man, um zu Wäsche zu waschen, bestimmte chemische Ingredienzien braucht. Und hier kann man über die Mischung innerhalb gewisser Bandbreiten ein bisschen streiten. Also ein bisschen mehr von dem, ein bisschen mehr von dem anderen. Aber du brauchst es, beides. Du kannst jetzt, wie du es zusammenmischst, da kannst du innerhalb gewisser Bandbreiten kleine Varianten bringen. Aber im Großen und Ganzen ist in einem Waschmittel A genau das gleiche drin wie im Waschmittel B. Und wenn aber der Kunde das merkt, dann ist es vorbei. Denn dann gibt es nur noch ein Argument und das ist der Preis. Und Markenpolitik ist eine Möglichkeit, aus der Preispolitik auszusteigen. Dieses Waschmittel ist bewährt, dieses Waschmittel hat eine rote Schleife und der Markenname ist bekannt. Da weiß die deutsche Hausfrau, was sie hat. Kundenbindung.